Alter. Und wenn du lange genug überlebst, kannst du schon mal selber essen. Sehr lecker. Wir treiben es als reines Hobby. Wir haben alle vernünftige, normale Berufe, sitzen am PC oder beim Zahnarzt arbeiten einige von uns. Wir haben einfach Freude daran, andere Leute zu erschrecken, in Rollen zu schlüpfen natürlich auch. Grundsätzlich ist ja immer das Unerwartete das Beste. Das heißt, wir stehen da, wo man uns nicht erwartet. Was auch immer sehr gut funktioniert, ist so ein Doppelscare, nennen wir das. Das heißt, einer stellt sich halt sichtbar irgendwo hin, das heißt, lenkt die Aufmerksamkeit auf sich. Und dann kommt der andere halt von irgendeiner Seite und erschreckt nochmal, weil die Leute einfach gar nicht damit rechnen, dass zwei auf einmal kommen. Von hinten funktioniert immer sehr gut, also wenn die Leute denken, oh, sie sind schon raus aus der Gefahrenzone, und dann kommt man halt nochmal von hinten. Die Jugendlichen, auch wenn sie vielleicht Gewaltspiele spielen oder Horrorfilme gucken, sind dafür am anfälligsten. Vielleicht ist das auch gerade ein Grund, weil sie sich mit der Materie beschäftigen und eigentlich auch denken, vielleicht im Unterbewusstsein, was kommt hier auf mich zu? Es ist ein harter Job. Es geht teilweise 10, 12 Stunden ohne Pause, und dann fällt man auch nur totenmüde ins Bett.